Die Wirtschaftsprüfer- und Steuerberaterkanzlei Gräbe und Partner lud am 23. November 2012 Mandanten und Geschäftspartner erneut zu einem Seminar ein. Unter dem Titel Aktuelles aus Handels- und Steuerrecht stellten die Partner und Berater Änderungen in ihren Fachbereichen vor. Dirk Heuer, Partner der Kanzlei, eröffnete das Seminar mit dem Blick auf die berufsrechtlichen Änderungen für Abschlussprüfer. Ein erster Schwerpunkt lag auf den Entwicklungen in der Rechnungslegung mit Bezug zum Jahresabschluss. Wirtschaftsprüfer Alexander Sloth betonte den Beratungsbedarf bei den Rückstellungen. Wichtig ist hier die Gestaltungsberatung nach dem Ende oder nach der Phase, wo das BILMOG eingeführt worden ist. Gibt es immer wieder Anpassungsthematiken, die wir einmal aufklären können, wo wir Hilfestellungen dazu leisten können, wie die Rückstellungen zu berechnen sind und wie man dadurch endlich zum richtigen Ergebnis kommt. Ein zweiter wichtiger Punkt lag auf den steuerrechtlichen Änderungen mit privatem Bezug. Die Wirtschaftsprüfer Prof. Dr. Detlef Schrade und Gunnar Schwede führten launig durch die Materie. Neben den Fragen nach der Ehegattenveranlagung und den Änderungen bei den Reisekosten ändern sich auch die Aufbewahrungsfristen. Prof. Dr. Detlef Schrade. Ja gut, wir haben zum einen, was die Unternehmen angeht, die Frage der Aufbewahrungsfristen. Dort gibt es eine Verkürzung auf 8 bzw. 7 Jahre. Die 10-jährige Aufbewahrungsfrist, die wird der Vergangenheit angehören. Über die Kernthemen Abschlussprüfung und Steuerrecht hinaus lernten die Teilnehmer das Modell der Stiftung für bürgerliches Engagement kennen. Den Abschluss bildete der Einblick in die Wirtschaftskriminalität aus der Sicht eines privaten Ermittlers. Insgesamt bewerteten die Teilnehmer den Informationsgehalt des Seminars als ausgesprochen hoch. Es war bemerkenswert. In diesem Rahmen habe ich eine Veranstaltung über steuerliche Belange noch nicht wahrgenommen. Ich finde die Veranstaltung sehr, sehr interessant, obwohl ich selber nicht aus dem kaufmännischen Bereich eines Unternehmens komme. Also für mich ist das immer ein Gewinn, dieser Tag, weil ich die Möglichkeit habe, neben dem Tagesgeschäft mich auf die Themen zu konzentrieren, die uns im Betriebsalltag der nächsten Zukunft treffen werden. Mir hat die Veranstaltung gut gefallen. Ich fand sie informativ, kurzweilig, unterhaltsam und sie hat mir durchaus auch Mehrwerte gebracht. Neben den fachlichen Themen spielte auch der Netzwerkcharakter der Veranstaltung eine wichtige Rolle. Die Teilnehmer des Seminars sehen hierin eine Stärke. Also über die letzten Jahre hinaus ist es so, dass eben doch viele regelmäßig da sind und mit denen kann man sich dann zumindest einmal im Jahr auch sehr schön austauschen, um über diesen normalen Bereich eben auch mal in andere Bereiche reinschauen zu können. Den bewerte ich sehr, sehr positiv, denn ich habe hier so also sehr viele sehr nette Leute kennengelernt, auch Unternehmen hier gefunden, von denen ich noch nicht mal wusste, dass wir die hier in der Region haben. Kommen Sie also wieder? Wenn ich wieder eingeladen werde, ja.